Seid ihr bereit? Gut. Wie sagt man so schön? Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Anne ist da von der Tierarztpraxis. Sie impft unsere Nachzucht, die weibliche. Die werden gegen Chlamydien geimpft und dann sind die Mutterkühe dran. Wir haben die Kälber abgesetzt. Jetzt ist nochmal eine Trächtigkeitsuntersuchung, weil im Sommer der Deckbulle ja bei den Kühen mitlief. Um zu sehen, ob alle tragend sind fürs Frühjahr, wenn die Kalbungen wieder losgehen. Und eine Blutuntersuchung müssen wir machen. 10. April, 10. Mai, 10. Juni, 10. Juli. Soll ich das Ultraschallgerät mit reinnehmen? Nee, weiß ich nicht. Wenn du das kannst. Die sind schon, die letzten, glaube ich, sind im Mai, Anfang Juni gedeckt. Ja, sonst kann ich das ja noch holen, wenn ich unsicher bin. Wir gucken erstmal, ob die mich am Leben lassen. Ja, genau. Ich lasse dich mal nicht mit rein, danke, weil das Mutterkühe sind und die sind schon ein bisschen bekloppter, als wenn du jetzt da Milchkühe stehen hast. Und wir müssen gucken, ob die das jetzt mitmachen. Wenn ich mir ein Bein breche, musst du fahren. Am besten, du stehst auf dieser Seite und drückst sie dahin und nimmst den Schwanz rum. Die ist mir zu nervös. Nimm mal die nächste. Ja, versuch noch einmal. Du stehst hier nicht hinter. Nee. Ich habe ja schon mal von der Kuh, von der Mutterkuh, mal ein Horn ins Auge bekommen. Kann man ja auch sehen hier. Das ganze Joch hatte so 2,5 cm rein ins Auge reingedrückt. Vom Horn. Ja. Und dann bin ich mit Hubschrauber nach Kiel ins Krankenhaus. Und das ganze Jochbein war gebrochen, Nase war angebrochen. Und der Augapfel hatten die sich drüber zur Seite. Und das haben die da alles gut wieder hingekriegt. Dann bin ich 10 Tage da im Krankenhaus gewesen. Haben sie Jochbein dann operiert oder getackert wieder. Ja, die haben sie richtig operiert, das Jochbein. Kann man auch noch sehen, mein Auge, dass das ein bisschen größer ist. Ja. Und der Tränenkanal ist kaputt. Und darum tränt das auch immer. Mein Auge tränt immer. Wir machen eine Trächtigkeitsuntersuchung, um zu schauen, ob sie tragend sind, ob da ein Kalb drin ist. Und sie langt hinten auf und fühlt dann an die Gebärmutter, ob da ein Kalb sitzt. Das macht sie jetzt gerade. Das gibt mir eine Sicherheit, dass ein früher Kälber kommt. Wenn jetzt eine Kuh nicht tragend wäre, dann müsste die zum Schlachter gehen. Das ist 850, ne? Ja. Seit April ist der Bulle drin? Mai? 4. September. 5 Monate. Ja, sag mal, die sind ja nicht alle an einem Tag drin. Nee, aber maximal 5. Christian, du musst auf Tor hören. Ja? Circa 4 Monate. Die Zeit brauche ich nicht. Ach so. Die sollten alle im Frühjahr sein. Ich brauche nur ein Ja oder Nein. Ach so. Ich dachte, du wolltest dir das aufschreiben. Nein, so genau brauche ich das nicht. Ja, das. Warum war bei der zweiten denn gleich, dass du das konntest gleich fühlen oder was? Ja, die war ja schon recht weit. Ach so. Ja. Also wenn die noch nicht so weit sind, dann brauche ich ein bisschen länger, um das abzutasten. Wir können, wenn du das möchtest, von denen, wo wir jetzt nicht ran konnten, über Blut untersuchen, ob die tragend sind. Ja. Holst einen Halter, dann binden wir die kurze Seite, nämlich am Hals Blut. Meinetwegen, ja. Aber das sind Mutterkühe, ne? Die lassen sich nicht gerne anbinden. Jetzt wird's wild. Anne, ich halte das für keine gute Idee, da Halfter aufzulegen. Dann müssen wir das anders machen. Ja. Okay. Dann müssen wir die da rein. Dann müssen wir das nur. Denn da sind. Es macht keinen Sinn, jetzt die Hälfte zu machen. Nee, ja. Du hast ja gesehen, wie die eine Haut da dann geht gar nicht. Ja. Wir machen das andermal. Meine Kniescheiben ein bisschen zu lieb dafür. Ja, das kann ich voll nachvollziehen. Also es ist okay. Das soll sich hier keiner ein Bein brechen. Ja. Sollen wir die dann gleichzeitig nächstes Mal über Blutabträchtigkeit machen, wenn ihr die im Stand habt? Diese 3 dann oder 4 was? Ja. Ja, wenn die im Stand sind, kannst du ja auch dann. Da haben wir ja die Stange hinten vor dann. Ja. Ne? Ja, oder so. Ja. Wir haben einen Stand, wo wir sie reintreiben können über Gänge, über Treibegänge, wo sie dann sauber durchlaufen. Da werden sie fixiert, also am Hals einmal fixiert, wie hier im Fressgitter. Und ich habe hinten eine Stange, die ich hinten am Arsch noch fixieren kann, dass sie nicht austreten können. Da ist der Tierarzt safe, das Tier ist fixiert, kann sich selbst nicht verletzen. Und dann machen wir das Tor wieder auf, wenn wir fertig sind, dann ist es raus, wieder in der Gruppe und dann passt alles.
Denn das ist stressfreier und für uns entspannter. Was für mich nervig ist, immer dieses Aufbauen. Ich muss den Stand da immer hinstellen, aufbauen, die ganzen Gänge aufbauen. Das war hier jetzt halt schnell. Wir haben Heuballen vorgeschmissen, auf Fang gestellt und dann sind sie fixiert. Aber es reicht nicht. Tschüss, Anne. Dann bis dann, ne? Ja. Ja, ist gut. Hauptsache, die Lämmer sind auch geimpft. Das war ja wenigstens am Bett. Was Positives denn? Das ist nur unser Bodo, unser Deckbulle. Der ist nur von ca. 10. April bis letzten Sonntag bei den Mutterkühen gewesen. Und nun muss er weg, weil ja, seine Arbeit ist jetzt getan. Und nun bringen wir ihn dann noch zum anderen Feld hin. Da laufen 5 Ochsen. Da kann er ja nichts machen. Und da bleibt er jetzt bis zum November und dann wird er zum Winter aufgestallt mit den 5 Ochsen. Komm mal. Komm. So, jetzt haben wir. Den Regen, den brauchen wir ja. Da haben wir ja lange nachgesehen, nach dem Regen. Und dann ist das auch halb so schlimm. Als wenn das nur die ganze Zeit geregnet hätte und dann Sonnenarbeiten auch noch im Regen machen müsste, dann ist das heute ja, ein Glücksgefühl eigentlich, um sowas zu machen. So, das ist ein Hecker ab und dann ab nach Hause. Genau, Foto. Wenn ich an die Zukunft denke, dann würde ich mir wünschen, dass wir alle gesund bleiben und weiterhin so an einem Strang ziehen. Dass der Hof weiter besteht, dass es weiter familiär so möglich ist wie bisher. Auch, dass alle Höhen und Tiefen uns eigentlich gar nichts anhaben können. Dass wir nachhaltig arbeiten und unseren Produkten treu sind. Und dass wir den Leuten weiterhin zeigen können und beibringen können, was wir hier tun und welchen Sinn das hat. Oh, meins hat nicht geploppt. Wenn ich an die Zukunft denke, wünsche ich mir für diesen Betrieb, dass das weiter so läuft, wie das jetzt ist. Auch für Christian und Conny und auch nachher für Tore, dass das immer positiv weiterläuft. Dass wir einfach so glücklich sind mit der Arbeit, die wir hier jeden Tag haben. Dass wir wirklich so jung und alt und überhaupt auch die Geschwister von Christian, dass es immer so bestehen bleibt. Und natürlich Gesundheit, Familien, Zusammenhalt, dass alle mithelfen. Das ist wichtig für den Betrieb. Wenn man da ganz alleine vorsteht, ist das echt schwer. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir weiterhin das tun können, was wir tun, was wir mit Leidenschaft tun. Dass Christian und ich uns auch sehr gut verstehen hier, das ist auch ganz wichtig für den Hof. Wenn Vater und Sohn sich nicht verstehen würden, würde so ein Hof nicht gut weitergeführt werden können. Wir wohnen alle hier im näheren Raum zusammen und es gefällt mir sehr gut. Und ich bin glücklich, Oma zu sein und freue mich jeden Tag über Besuch von den Enkelkindern. Wie war noch das Sprichwort, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ein Jahr auf den Landgeschichten auf unserem Hof sind vorüber. Wir danken euch allen, dass ihr so fleißig zugeschaut habt und uns verfolgt habt. Wir als Familie Carstensen wollen uns verabschieden. Vielen Dank für alles. Vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Und tschüss! Tschüss.